Hey! Ach, fuck. Hey! Ich bin wie man das sieht. Fuck! Hey, ich bin wie immer der Sirax und herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Part zu Let's Play Finals Revenge. Ein Hack von Final und über Mega Man und so und nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Wir haben jetzt, das ist jetzt der 35. Part und wir sind, ja gut, wir sind schon weitergekommen ein bisschen. Und wir sind jetzt in der Final Stage, die haben wir uns letztes Mal ein bisschen angeschaut. Und ich muss sagen, sie ist nicht so lustig. Schauen wir uns nochmal die Sequenz an. Prost, ich strick ein bisschen Zeit und habe heute sturmfrei, meine Lieben. Was heißt heute für ein paar Stunden? Das muss ich ausnutzen. Weil da kommen die Eltern nicht einfach so ein. Scusi. So, einfach hoch. Und ach, ich kann mich wieder sterben lassen. Zum Glück habe ich gesaved. Stimmt, ich könnte das anders umstellen. Egal. Gut, verwirrt mich ein bisschen. Weil ich habe auf der auf dem NES Emulator, da habe ich jetzt ein bisschen umgestellt. Moment. Schieß doch! Du blöder Hanswurst, ich krieg die Grütze. Hallo! Nochmal! Ey, das geht mir schon wieder auf die Eier. Wie soll man diese Scheiße da heute machen, ey? So, den Level. Ich möchte jetzt zumindest ein bisschen Fortschritt sehen. So, so knackig war jetzt der Sprung nicht. Ach, so schwer ist es gar nicht. Runter mit dir. So, jetzt brauchen wir eine Runde Eiscreme. Jawohl. So, jetzt schneide ich euch die Genitalien damit ab. So, und sie verrecken dran. So. Ach, du bist so ein Fischgesicht. Hallo, Hurensohn. Du bist doch ein Flittchen. Sag mal! Bescheuerter Vollidiot. Na, jetzt kommt der Big Eye. Den kennen wir. Das ist ein braver Gesell. Ich hasse dich! So, gut, dass er damit auch gut down geht. Wieder die wunderschönste Stelle der Welt. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Aber wie ist die Hitbox mit diesen Scheißviechern? Ne, ich lade den Safe, weil es ist eigentlich unnötig, weil ich mich sowieso sterben lassen würde. Das ist doch unmöglich hier. Die eine Scheißstelle da. Mein Gott, Mega Man, bist du eine blöde Schwuchtel oder was bist du überhaupt? Bist Dr. Lights oder Dr. Whites? Sexroboter, ey. Wenn er spenden geht, dann spendet er für sein Dick. Für seinen kleinen Japan-Dick. Japan-Dick. Sein Japan-Dick. Hey, fick dich doch ins Knie. Wisst ihr, ich spiele dich ja mal 5 Minuten gerade und ich reg mich auf. Das muss man auch mal hinkriegen. Als Spiel- oder Hackhersteller. Mein Gott, du bist so eine Nutte. Eher als Spielhersteller, weil die an den Physics schuld sind. Da, was ist das? Das kriegt man doch gar nicht hin. Das ist unnötig und unmöglich. Also ich will sehen, dass man diese Stelle No-Hits schaffen kann. Dann nehme ich das auch zurück. Aber nein. Du bist doch ein Fischgesicht! Immer, es läuft immer darauf aus, dass ich mich aufrege.
wenn ich eine Auflage von diesem Scheiß hier mache. Schieß doch, du Vollidiot! Ah! Die Physik hier sind ein reiner Albtraum. Könnte glatt LJN gemacht haben. Besonders die Eisphysik gehen mir auf den Zeiger. Sag mal, wie soll das überhaupt möglich sein? Kann man die einfrieren? Wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern. Strom einfrieren. Ich wollte schon sagen, Mega Man. Ach, extra Einladung, ne? Mein Gott, ey, bringt das Schlittchen doch mal um die Ecke, dankeschön. Für was springe ich überhaupt noch? So, ich möchte jetzt testen, ob das geht. Wir können es ja doch oft genug versuchen. Ja, kann man nicht einfrieren. Warum auch? Man muss sich treffen lassen. Dieser Wunderknabe da oben. Mega Man ist sowieso eine Art Wunderknabe, den man eigentlich höchstens nur einmal sehen möchte und dann nie wieder. Oder wenn man ihn zweimal sieht, dann hoffentlich beim zweiten Mal am Strick. Ja, super! Gut gemacht! Sirax! Ach, oh, super. Moment, was bin ich blöd? Ne, so ist ja genau richtig. So. Den machen wir mit Eis. Der mag Eiscreme. Oder? Erspart uns mal den Ärger. So, die haben eine mächtige Scheiß-Hitbox. Beispielsweise da hätte ich getroffen werden können. Es kotzt mich schon wieder an, ganz ehrlich, ey. Von diesen Dingern hier wird man ständig getroffen. Von bei dieser Stelle hier, da will immer einer eine Extrawurst. Und der eine, der ist mal so lustig und mal anders. Dann killt er einen. Und diese Stelle mit den Ringeltampons, die ist ganz besonders schön. Die Teile sind nämlich Instant Kill, was ich nicht verstehen kann. Und die Hitbox ist random wie nix. Und dann gibt's da noch einen schönen Spike voll. Und wäre all das nicht genug, Leute? Wäre das alles nicht genug? Muss dieser Vollidiot wie eine Kackbratze sich benehmen und Capcom die Physik versauen? So, das musste mal raus. Und die Hitbox mussten sie auch verknödeln. Boah, mal, da kann ja ein Dreijähriger eine Hitbox besser programmieren. Geht das mir auf die Eier? So, das sind all diese Punkte, die es hier zu bemängeln gibt. Beziehungsweise nicht zu bemängeln. Ja, gut, davon sind viele zu bemängeln, aber auch viele einfach bloß ein Ärgernis. Das Spike voll ist beispielsweise nichts, was man bemängeln müsste bisher. Sondern einfach, der ist einfach bloß dreist. Das hier, da muss man auch nicht unbedingt bemängeln, dass der eine Typ immer eine Extrawurst will. Aber beispielsweise das Ding mit den Hitboxen, das kann man bemängeln. Den Physics, den tollen. Das ist Capcom-Qualität vom Allerfeinsten. Ey, Mann, der Gameboy-Teil, der kam ja nicht als erstes raus. Und selbst in Mega Man 1 hatten sie viel bessere Eisphysics. Ja, ich ärgere mich immer noch über die Ice-Dage. Ja, endlich hat das geschafft! Boah, mal diese scheiß Hitbox mit dem Stachel da. Das ist kein Dreieck, das ist einfach bloß ein Quadrat. Und da sieht man auch, wie schlecht die Hitboxen gemacht sind. Das tötet mich nicht. Ja gut, ich will mich nicht beschweren in dem Fall.
aber das zeigt einfach, wie schlecht sie an den Hitboxen gearbeitet haben. Guck mal, ich sterbe nicht. Guck mal, tolle Hitbox, ey. Also in dem Fall ist die Hitbox echt super knorke. Gut gemacht, Capcom. So, und die Big Eyes sind einfach der größte Scheiß. Das sind die schlimmsten von allen. Ach, wunderschön! Und dessen Hitbox ist ganz besonders schwul. Und dass die Viecher auch noch instant kill sind. Ey, Mann! Du kannst mir meine Nudel lutschen! Endlich kann mein Sirax sein. Fick dich, Megaman, du Fotzengesicht, ey, du Pimmler. Boah, ey. Dein Lieblingsessen ist Spaghetti. Und zwar lange Nudeln. Mann, was soll der Scheiß? Ey, Mann, was für eine unnötige Scheiße. Was ist das? Willst du mich verarschen, ey? Wird's bald? Sag mal, was war das für eine Scheiße, ey? Nur um mich jetzt zu vögeln! Boah, Mega Man ist das schlechteste Spiel, ey! Boah, blöde Wichser haben das kreiert! Ich raste wieder aus und bringe wieder so Scheiße von mir. Die ich eigentlich nicht sagen wollte, das ist zu spät gewesen. Boah, Mann, was für eine Scheiße, ey! Scheiß Emulatorenhersteller, ey! Ich würde das Game original zocken. Ach, ist ja ein Hack. Den muss man ja via Emulator noch rum. Ah! Fick dich! Stirb, du Vieh! Ne, da. Oh, sind die Hitboxen toll! Ne, aber es regt mich einfach übelst auf, wenn irgendetwas von außen mein LP stört. Und das war schon wieder so eine Aktion. Ich hasse Pop-Aus. Ich hasse einfach random-mäßig, wenn sich das Bild verschiebt. Ich hasse solche Sachen, wo es plötzlich in den Vollbildmodus wechselt, was Captain schon gar nicht aufnehmen kann. In dem Fall. Oder zumindest meistens nicht. Und allgemein Außeneinwirkungen. Wie beispielsweise tolle Personen, die ständig mal LP reinplatzen. Ich hasse sowas. Ich hasse es einfach abgrundtief. Außeneinwirkungen, die mein LP. Der letzte Fluch kaputt waren. Ist die Hitbox eigentlich ja auch kacke? Ja. Die Hitbox ist so schlecht. Die Hitbox ist echt schlecht. Sollen sie sich lieber bei Konami was abschauen? Warum friere ich die jetzt doch mal ein? Ich weiß es nicht. Nehm mal. Das ist wichtiger. Aber ich werde es sowieso nicht weiter schaffen. Als den Spike voll. So. Arschgesicht. Toll, ey. Ich hasse Big Eyes. Hätte man ja rausmachen können. Und anstatt dessen vielleicht die Propellerviecher von mir aus. Das hätte den Hack besser gemacht. Und auch das Spiel. So. Ich bin nicht reingelaufen. Erst in mich rein. Ich wollte schon sagen, wenn mich jetzt das Ding da zweimal trifft, das sehe ich da nicht ein. Und dass man da getroffen werden muss. Das ist natürlich auch zu bemängeln, aber nicht Science Capcom.
weil die Stelle anders war. Komm, mach hinne! Nee, schlechte Hitboxen, ey. Vom allerfeinsten. Was ich die liebe. Bin mal gespannt, was die Leute zu meinen LP dazu halten. So, du. Ach, du Hundearschgesicht, ey. Der hat's immer nötig, der Kollege. So, Scheißstelle. Die kann man auch nicht killen, das finde ich auch behindert. Ich bin in der Luft gestorben! Das sehe ich echt nicht ein. Boah, mein Capcom, ihr macht... Ihr habt so rumgefällt in, mit den Hitboxen. Das ist für mich bisher der allerschlechteste Megaman-Teil, den es überhaupt gibt. Schlechter als der N64, da werden die Hitboxen wenigstens einigermaßen gut. Also jetzt von den Hitboxen her. Es gibt kein schlechteres Mega Man Game in Sachen Hitbox als das. Und es konkurriert. Und es macht sogar Konkurrenz mit LGN Hitboxen somit. Obwohl die auch die Hälfte da vergessen haben. Die Kollisionsabfragen oder so. Hier gibt es zwar welche, aber Mega Man ist ja so ein Scheiß. In dem Teil. Da fällt sie mit so ziemlich vielen Hitboxen, ey. Also das kann mir gar. Das kann mir keiner leugnen, dass die Hitboxen hier gut. Dass die Hitboxen hier nicht beschissen sind. Oder gut sein. Boxen sind hier alles andere als gut. Dankeschön. Du lässt dich da nicht zweimal treffen! Nee, ich bleib cool. Ich bleib cool, Leute! Alles wunderbar! Die Hitboxen sind nur ein bisschen scheiße. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Und die Physik sind auch ein bisschen verkotet. Aber ansonsten alles Tutti! Ach, ist das ein schönes Spiel! Na gut, dass man von der Seite nicht sterben kann. Das ist sogar in dem Fall besser. Finde ich, von den Stacheln. Weil von der Seite, wenn man von der Seite rein, dann stirbt man normalerweise nicht, weil das einfach bloß Stacheln sind und die sind nur oben spitz und an den Seiten noch nicht. An den Seiten sind sie nicht aber scharf. Deswegen verstehe ich, die normalen Spikes von den anderen Games nicht. Warum nehme ich jetzt schon wieder Eis? Weil da auch ein C drin ist. So. Ach, wunderschön. Boah, Alter, du Hurensohn. Ich hab das Ding nicht unendlich. Und dieser Wichser möchte immer eine Sondereinladung. So. Warum bin ich gerade in der Luft gestorben? Die Hitboxen sind so kacke, ey. Die Hitboxen sind richtig scheiße programmiert. Wann bin ich zuletzt in einem Game in der Luft gestorben? Und das ohne einen Freitod zu wählen. Also wirklich so beabsichtigt, einen Freitod zu wählen. Gar keinen? Oder habe ich irgendeinen Glitch verursacht, wo Mega Man plötzlich... Gibt es ja auch so ein Death-Glitch. Ah, dann wollen wir es mal anpacken. Wie war das nochmal? Links, rechts, dann gleich nach rechts und dann weiß ich nicht mehr weiter. Ey, die Hitboxen sind so scheiße! Und dann macht man da so einen Kack-Spike-Folder! Dann bis zum nächsten Mal, haut da rein, ciao, ciao und auf Wiedersehen.